Sag mal, du machst doch Ferien. Was nimmst du denn mit? Ja, ich fahre ans Meer. Ich brauche das blaue T-Shirt und die braune Badehose. Den roten Sonnenschirm darf ich auch nicht vergessen. Das neue Buch? Oh, ja, das muss auch mit. Und wie funktioniert die Adjektivdeklination hier? Da wir schon die Kasusendungen haben, müssen wir nur wissen, dass es im Nominativ und Akkusativ Singular fünf Es gibt. Der Genitiv, Dativ und alle Pluralformen haben die Endung en. Hier ist unser Beispielsatz. Jetzt probiere ich es mal. Steht vor dem Nomen ein Artikel? Ja, ein bestimmter Artikel. Ist es ein Nominativ oder Akkusativ? Ja. Lautet die Endung er oder es, Ja. dann ist die Endung e. Genau. Jetzt ist alles klar. Und jetzt los in die Ferien. Was, jetzt schon? Es gibt doch noch eine Tabelle. Wirklich? Du musst die Deklination mit dem unbestimmten Artikel auch wissen. Das stimmt. Oh je. Na gut, weiter geht's.